Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Banished. Wir haben ja immer noch das Problem, so ein bisschen geburtenschwach zu sein oder auch so die Gesamtpopulation. Wir haben ja jede Menge Food und Sachen und Zeug. Holz fehlt jetzt im Moment, wir haben aber Feuerholz genug. Und wir können nicht alle Jobs besetzen. Das ist so unser Problem. So, und von daher, weil wir jetzt auch langsam, aber sicher, wenn man mal so durch die Häuser klickt, alt werden. Oh, ein unbesetztes Haus. Ne, haben wir also das Problem. Oh, jetzt stirbt der Nächste. Also man kann sich in Banished nicht wirklich sicher fühlen. Da kommen schnell irgendwelche Probleme auf einen zu, die man so nicht wirklich beeinflussen kann. So, jetzt haben wir 5. Die Schule lasse ich, umgehe ich schon, damit ja, die Leute hier schneller ans Arbeiten kommen. Und wenn wir den Grundstock haben, also alle Berufe hier besetzen können, dann erst werde ich die Schule wieder einschalten. Der Herbalist ist im Moment nicht besetzt, weil das genug vorhanden ist. Aber hier unseren Schneider müssen wir bald mal wieder einsetzen. Naja, gucken wir mal, wie wir es machen. Die beackern schön die Felder. So, 5 Kinder haben wir. Und den nächsten Altersschwachen. Ich meine, gut, immer noch besser, dass sie an Altersschwäche sterben, als an Kälte oder Hunger, ne? Hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Von daher, ich wüsste im Moment auch nicht, was wir bauen sollen. Wir haben im Grunde genommen den Friedhof, der so ein bisschen für die Zufriedenheit zuständig ist. Wir sind relativ gesund, aber eben nicht allzu viele Leute. Jetzt haben wir natürlich im Verhältnis dazu eine ganze Menge Häuser. Ja, was vielleicht doof ist, der nächste Altersschwache. Das waren Farmer. Tauschen wir einmal aus. Ja gut, die produzieren im Moment nicht. Tja, die Lagerhallen sind voll und keiner da, der es wegmampft. Gut, hilft nicht. Wir nehmen jetzt erstmal die Farmer raus. Und mal gucken, wie weit der Radius ist. Das heißt, wir können hier nochmal abbauen, um ein bisschen Holz zu bekommen, weil das, warum auch immer es jetzt wieder weg ist, hier Mangelware wird. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Von daher machen wir das jetzt mal kurzfristig so. Und wenn die das abgebaut haben, dann setze ich die wieder als Farmer ein. Jetzt gehen wir schon mal
wieder zwei rüber. Ah, denn die brauchen Feuerholz. Und der nächste Winter kommt. Na, und jetzt geht uns natürlich die Ernte kaputt. Was aber in dem Fall nicht so schlimm ist. Weil Essen ist noch genug da. So, ein Gatherer, ein Hunter. Na komm, ein Farmer noch. Wobei, wir setzen mal wieder Minimum zwei Forester ein. Und der nächste. Wenn das so weitergeht, dann können wir den Schnitt nicht halten. Ein leeres Haus. Da wohnen sie, obwohl das ist ein Kind. Noch ein leeres Haus. Oh, 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 die beiden. Na, die werden wohl auch nicht mehr. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, für die Zucht tauglich sein, aber das kann man nicht sagen, sowas. Deswegen sage ich das auch nicht. Ja, Single-Haushalt ist ja modern. Mal sehen, ob das hier erfolgreich wird. Ich habe so langsam meine Zweifel. Ja, die wollen immer mehr Kazapitäten, kriegen sie aber nicht. Herbalist, na, brauchen wir noch nicht wieder. So, jetzt mal ran. Wacker Kinder gezeugt. Ah, das Verhältnis zu Holz ist schlecht. Pass auf, wir müssen da jetzt ran. Das hilft nicht. Auch die Fischermänner verlieren jetzt mal ein. Und jetzt setzen wir mal die Forester ein. Den Herbalist wieder. Verteilen es mal ein bisschen um. Nützt ja nichts. Mit vollem Kühlschrank an Überalterung zu sterben. Wobei, ich schaue gerade mal noch mal durch die Gebäude, ob wir irgendwas. Für den Market mal bauen. So würde der, glaube ich, noch alle Häuser abdecken. Ein kläglicher Versuch, aber wir machen es einfach mal. Das heißt, wir müssen noch ein paar Leute abziehen, damit der Market gebaut wird. Ach, ich habe einen Frosch im Hals. Ich werde mal versuchen, geräuschlos was zu trinken. Tja, wie man es macht, ne?
Ähnlich wie bei anderen Spielen, bei DayZ weiß man auch nicht, man ist irgendwie krank. Und schaut dann auch, wie man das macht. Und hier ist es auch nicht anders. Man erkennt zumindest im Moment noch nicht so richtig die Zusammenhänge. Naja, hier erkennt man schon die Zusammenhänge, wenn die da alleine leben. Ich weiß gar nicht, ob man Häuser wieder abreißen kann, dass man sie zwingt, zusammenzuleben mit einem 79, mit einer 79 Jahre alten Farmerin. Da könnte ich den 77, nee, die 77 Jahre alte Woodcutterin reintun. Naja. Wie geht denn das? Die hat zwei Kinder alleine. Das ist mystisch. Na, mangeln tut's denen an nix. Also, da ist alles da. Warum baut ihr nicht weiter, Leute? Kurz doch mal eben. Los, gibt Schub. Renn schon wieder sonst wohin. Okay. Bin gerade. So, baut mal daran, bitte. Nö, keiner Lust. Ah, die Strecken sind doch wirklich weit. Nun gut, nun gut. Wir können nicht mehr machen im Moment als abzuwarten. Geht es hoffentlich mal weiter. Ich muss aber jetzt Farmer einsetzen. Was machen die die ganze Zeit? Kann es sein, dass Holz fehlt? Ja, das ist dieses Mikromanagement, man muss wirklich, ich habe es verdooft und nicht aufgepasst. Erst jetzt legen die los, weil die ganzen Materialien überhaupt zusammen sind. Und das ist das, was ich meine, man muss hier doch wirklich sehr aufpassen. Ja, genau, jetzt ist es fertig. Jetzt ziehen wir die mal alle wieder ab.
warten die Farmer voll. Nehmen mal einen Vendor rein. Ja, den lassen wir mal über. Genau, der schnappt sich jetzt aus den Lagerhäusern die Brocken und lagert sie scheinbar hier ein. Ich glaube, hierbei ist nur wichtig, dass diese Häuser alle noch irgendwie mit drin stehen. Und so kann ich hier also noch ein ganzes Ende rumexpandieren mit diesem einen Market. Na, jetzt sind wir 27. Häuser sind auf jeden Fall erstmal genug da. So, was wirft der Forester? Wirft nicht viel ab. Na gut, kein Wunder. Ist auch schwach besetzt. Ah, den Gatherer, den setzen. Ach, nicht den Gatherer, den Herbalist, den setzen wir mal aus. Was mich wundert, ist, dass meine Fensterchen immer mal wieder zugehen hier. Vielleicht noch ein Bug. Tja, wo stecken wir den rein? Ich würde ja bald sagen, Junge, du wirst Forester. Jetzt ist mir der nächste verstorben. Das war ein Woodcutter. Oh. Nee, jetzt müssen wir aufpassen. Mal hier genau nachschauen. Das geht bis hier, das heißt, die können jetzt aber schnell hier abbauen, sonst kriegen die gleich einen ganz fürchterlich kalten Arsch. So, den einen Woodcutter haben wir drin. So, der baut auf Feuerholz. Ja gut, das ist der Nachteil auch vielleicht, wenn man eben hier so im Fast Forward spielt, aber ansonsten, sage ich mal, ist es für euch Zuschauer vielleicht auch ein bisschen langweilig. Also in der nächsten Folge müssen wir uns auf jeden Fall intensiv mit der und der nächste, der stirbt, aber halt auch an Überalterung. Das war jetzt vielleicht auch nicht so ganz schlau. Ich habe natürlich auch wieder den falschen Befehl gegeben. Nämlich gesagt, nimmt mal alles mit. Und wir wollen ja im Moment nur Holz. Nun gut, ob wir es in der nächsten Folge schaffen, unsere Geburten und Holz und diese Dinge in den Griff zu bekommen, lassen wir uns überraschen. Wem es Spaß gemacht hat, der kann gerne einen Daumen hoch da lassen. Wer einen guten Tipp hat, kann die gerne in die Comments posten. Und wer wissen will, wie es in der nächsten Folge weitergeht, einfach den Abo-Button anklicken. Dann bekommt man von YouTube, wenn ich eine neue Folge hochlade, eine E-Mail und verpasst dann auch keine Folge. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut und ciao.